Hallo allerseits. Und was macht ihr hier? Ich leite hier ein Team von Alien-Insektenjägern. Und wir sind unterwegs und sammeln alle möglichen Alien-Insekten. Überall in ganz Pontypandy. Ah, davon habe ich schon gehört. Ist das nicht die Sache, nach der alle Leute verrückt sind? Aber wir sind die Einzigen, die das hier machen in Pontypandy. Hab ich! Hab ich! Bist du dir da sicher? Was? Die sind... Aber ich wette, die haben keine Raumschiff-Crew wie ich. Ich habe einen Roboter. Ah, eine erste Offizierin. Oh, und eine Raumschiff-Ingenieurin. Ei, ei, Captain. Wirklich gewaltig, Norman. Schnell, holen wir uns den nächsten Käfer. Sonst holen die anderen sie noch alle vor uns. Ich habe endlich wieder einen Balken. Er ist wieder weg. Wieso habe ich das Gefühl, dass heute noch irgendwas schiefgehen wird? Ach. Das ist total unfair. Sie haben meinen Wagen. Ich bin der Captain einer Crew. Wieso habe ich kein Raumschiff? Da würden Sie nicht gegen ankommen. Wärmer? Noch wärmer? Ganz schön warm. Ja, und es wird heiß, heiß, heiß. Ah, Sam, genau rechtzeitig. Wir trainieren hier gerade Suchen und Bergen. Und wie es aussieht, hat es bisher noch keiner geschafft, meine hervorragend versteckte Was? Hauptfeuerwehrmann Steel versteckt Dolly andauernd. Aber wir finden sie dann doch wieder. Wir sind einfach zu schlau für ihn. Na, das werden wir ja noch sehen, Crittington. So, Augen zu und dann zählen alle bis 50. Hier lang, Crew. Hier geht es für uns nicht weiter, Captain Price. Wir müssen noch eins einsammeln und das ist da draußen. Oh, sie haben auch noch ein Boot. Das ist so ungerecht. Jetzt werden wir sie niemals besiegen. Ich glaube, da steht ja mein Raumschiff Norman Price. Nicht Norman. Sollen die beiden jetzt alle Alienkäfer vor uns erwischen und damit die besten Jäger von Pontypandy werden? Das auch nicht. Aber vielleicht braucht Ben Neptun. Er hat doch noch Titan. Und obendrein sind wir wieder hier, bevor er mit Essen fertig ist. Die Steuerung scheint genauso zu funktionieren wie die auf Dads Boot. Und jetzt auf Warp-Antrieb schalten, Ingenieurin Sarah. Mir gefällt Warp-Antrieb aber überhaupt nicht. Ich stelle auf das Andromeda-System scharf. Unser Blick geht ins All hinein. Sollten das wirklich die korrekten Daten sein, Professor, dann sehen wir lediglich eine Wolke. Weiter draußen auf See ist die Luft sicher klarer. Ja, natürlich. Wenn wir nur ein paar Kilometer hinauskämen, könnten wir den Blick völlig ungehindert auf unser Ziel richten. Aber wie wollen wir das machen? Eins von denen müsste dafür reichen. Perfekt. Die Ausrüstung in das Boot. Heute Nacht hält uns nichts mehr auf. Und hoch, Penny. Danke, Feuerwehrmann Sam. Entschuldigen muss ich mich aber auch. Ihr zwei müsstet doch wissen, wie gefährlich es bei den Klippen ist. Besonders im Dunkeln. So dunkel war's doch gar nicht. Es ist trotzdem ein sehr gefährlicher Ort, Norman. Was wolltet ihr eigentlich hier? Ich denke, am besten sagen wir ihm, wer wir sind. Mach du das ruhig, Norman. Wir sind die Rätsellöser. Man kennt uns auch als Rätselagent Price und Agentin Sparks. Wir lüften jedes noch so mysteriöse Geheimnis in Pontypandy. Wir glauben, dass eine mysteriöse Gruppe den Kontakt zu Außerirdischen sucht. Und sie organisieren die Invasion der Mondmenschen. Verstehe. Wir sind ihnen hierher gefolgt, aber dann ging Norman ein bisschen zu dicht an die Klippen. Wieso ist es denn immer meine Schuld? Weil es meistens deine ist. Sam, ich weiß ja, du glaubst uns das nicht. Aber sieh dir das an. Was sagst du dazu? Das ist merkwürdig. Kommst du jetzt drauf, Sam? Nein, Penny. Fahr ohne mich zur Wache. Ich begleite die Kinder lieber nach Hause. Und mach ein bisschen mit bei ihrer Untersuchung. Ja! Danke. Und wir werden rudern, was, Granny? In Ordnung. Sind wir jetzt vollzählig? Mehr würden hier nicht reingehen. Und nun auf zur freien Sicht! Oh, 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 oh.
Die Strömung der Gezeiten ist hier stark. Und wie, Gwenny? Sehr stark. Oh, dort! Ein mysteriöser Geheimtreffpunkt. Das ist eine kleine Strandhütte, Norman. Ach ja? Eine Strandhütte, vor der ein Laptop steht. Nicht? Und auf dem Screen ist zufällig der Mond zu sehen. Nicht? Also, ich habe das wirklich noch nie gesagt, aber ich glaube, Rätselagent Price könnte recht haben. Oh. Und vielleicht bist du hier wirklich auf etwas gestoßen, Norman. Ich hab's dir gesagt. Und dir hab ich's auch gesagt. Die senden von hier Signale an die Mondmenschen. Das tun sie nicht. Nein, und ich weiß jetzt, was das ist. Nein, das wird nichts, Penny. Es muss irgendwie gehen. Das U-Boot läuft sonst voll. Was ist mit Phoenix? Phoenix wäre stark genug. Nur dauert das viel zu lang, bis er hier ist. Hm. Ja, da ist noch etwas, das ganz bestimmt stark genug wäre, das U-Boot zu retten. Wo ist denn bloß mein Tauchmaster 2000? Ich schätze so ziemlich an der tiefsten Stelle des Sees, Joe. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich lasse die Winde jetzt runter, Sam. Los jetzt, Tom! Keine Angst, Norman. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja! Großartig! Vielen Dank, Feuerwehrmann Sam. Zieh das an. Das war wirklich gefährlich, was du da heute angestellt hast, Norman. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich mach das auch nie wieder. Allerdings hätte ich da auch ein paar ganz tolle Filmaufnahmen von dir, Penny. Hm. So schnell schleichst du dich jetzt nicht aus der Verantwortung. Nein, Norman. Und ich denke, heute gibt es auch noch zu Hause jede Menge Ärger. Ach. Aber vielleicht ist die hier nützlich. Jetzt kann ich meinen unheimlichen Gruselfilm hier ganz alleine gucken. In kalten Nächten solltet ihr euch schön warm halten, Gwendolyn. Und bewahrt euch hoffentlich vor der lästigen Erkältung, die derzeit rumgeht. Leider zu spät, Sam. Der arme kleine James ist schon längst erkältet. Und hier habe ich das perfekte Gegenmittel, das alle grauen Wolken vertreibt. Die Sommerlochis mit. Hier kommt der Song. Oh, ich liebe die Sommerlochis. Der Song ist fantastisch. Der ist wirklich eingängig. Hier kommt der Sommer, Jojo. Komm, Sam, mach mit. Das ist nicht ganz meine Musik, glaube ich. Hier kommt der Sommer, Jojo. Die Sonne verschwindet und die Zombies kommen heraus. Ha, das ist ja gar nicht gruselig. Norman Price! Ah!
Was soll denn das werden? Gar nichts. Ich wollte nur... Ich gucke die Welt der Löffel, das Teelöffel-Special. Ein Juwel unter den Schöpfgeräten. Du wirst jetzt das Abendessen aus dem Kabeljau-Café holen. Da soll ich rausgehen? Aber ich bin krank. Das ist die schreckliche Erkältung. Das Einzige, was du hast, Norman Price, ist ein schwerer Fall von Fowleritis. So, und jetzt los. Hey, Sam! Hey, Penny! Wisst ihr was? Wir veranstalten hier eine Nachtdienst-Tanzshow. Klingt gut, Elvis. Und zu was tanzt ihr? Wenn die Sonne brennt so heiß, wird die Party richtig nice. Gut drauf! Heiß drauf! Hier kommt der Sommer, Jojo! Boah, das wird jetzt eine sehr lange Nacht. Oh nein, Donna, du erschreckst mich nicht. Das kenne ich alles aus dem Zombie-Streifen. James, da freue ich mich glatt mal, dich zu sehen. Hallo, Norman. Oh nein. Du hast dich verwandelt in einen Zombie. Einen Ponty-Pendy-Zombie. Einen Pondy. Hau ja ab, du Pondy. Norman! Was ist denn mit Norman? Hat er noch nie jemanden gesehen, der einen Schnupfen hat? Die Pondys greifen an. Die Pondys sind hinter mir her. Nochmal so eine kalte Nacht heute. Hoffentlich ist bald Sommer. Wenn die Sonne brennt so heiß, wird die Party richtig nice. Gut drauf! Heiß drauf! Bitte, Norman Price, auch wenn es mir sehr unsinnig erscheint, wirst du den jungen Steel spielen. Ja, und das wird Ihnen nicht leid tun, Sir. Ich komme gerade aus dem Theater und alle Löscheimer sind an ihrem Platz. Sehr gut, Sam. Und wo ich dich gerade sehe, ich wollte dich gern fragen, ob du vielleicht meinen Vater darstellst in der Show. Den großen Daniel Steel. Oh, Sir. Da wäre doch bestimmt dieses Mal eine etwas kleinere Rolle für mich drin, denn es wäre nett, wenn ich mal kein Feuer löschen würde. Sehr vernünftig, Sam. Nie auf einen Typ festlegen. Oh nein. Tja, dann stehe ich durchaus vor einem gewissen Problem. Wer stellt jetzt bloß Daniel Steel dar? Ich denke, Mike ist ein ganz hervorragender Darsteller. Was? Mike Flatt, meinst du in der Rolle des Daniel Steel? Ich? Es wäre mir eine Ehre. Wie? Was? Nein, ich meinte, ich glaube auch. Also, ich muss schon sagen, so gut geht das Ganze nicht los. Ich nehme diesen Preis für die besten Sommersprossen an. Die besten roten Haare, das beste Aussehen, die beste Brille, das beste Lachen. Also, Generalprobe mit Kostüm. Erster Akt, erste Szene und von Anfang an bitte. Hilfe! Hilfe! Da ist ein Feuer in dem Kohlenlager. Und Feuereffekt? Oh nein, Feuer! Wir brauchen Feuerwehrmann Sam! Nein, Mike, ich bin Grubenarbeiter Nummer 3. Und du bist der große Feuerwehrheld. Ja, echt? Ja, ich meine, na klar. So, gebt nun acht, Leute. Das sage ich, Daniel Steel. Aus! Das hast du nicht zu sagen, Norman Price. Ich bin hier der Regisseur. Mein Text sollte viel länger sein. Sag ihn noch mal ganz von vorne und halt dich gefälligst an den Text, Norman Price. So, Leute, Ruhe bitte und bitte! Hilfe! Da wütet ein flammendes Inferno in der alten Kohlenlagerhalle. Lauft so schnell ihr könnt! Sagt euren Liebsten, lebt wohl! Sagt meiner Mom, ich liebe sie! Raus! Was? Norman Price, das steht nicht im Text. Das steht da, ich hab's so eingetragen. Du machst hier ja meine ganze Kindheit zum Gespött. So, nochmal und an den Text halten. Und bitte! Keine Angst! Norman Man ist hier! Los! Wieso? Früher. Vor vielen, vielen Jahren nun. Das soll heißen, vor irre langer Zeit schon. Wird's endlich, Price? Es wird. Lange vor der Zeit all der schicken Feuerwehrautos und der machtvollen Hubschrauber war der Feuerwehrleute bester Freund, ihr treuer Löscheimer. Weiter, reicht den Eimer immer weiter. Weiter, löscht ihn schnell den Brand. Voll. Ich stehe ja. Ja, ich denke, er ist jetzt trocken genug, Elvis.
Also mal sehen. Hier steigen nachher die königlichen Hoheiten aus ihrem Wagen. Das heißt, der Anfang gehört hierhin. Aber er muss doch bis an die Bühne heranreichen. Also muss er hierhin. Aber er muss doch da anfangen, wo sie aussteigen, Elvis. Vielleicht ist der Teppich ja durch das Nasswerden geschrumpft, Sam. Ja, Elvis sieht ganz so aus. Oh nein. Alles klar, Mike ist da und ich habe die Wimpel dabei. Das war doch nicht nötig. Ein roter Teppich für mich, Sam? Ich fürchte, der muss jetzt gereinigt werden, Sam. Werfen wir ihn einfach wieder ins Wasser? So, Leute, aufgepasst. Wir haben noch 10 Minuten. Oh nein! Wir schaffen es niemals rechtzeitig zum Besuch des Prinzen. Sag niemals nie zu den wilden Männern von Pontypandy. Und was genau haben die wilden Männer von Pontypandy jetzt vor? Uns zeigen, wie wir das Flugabzeichen kriegen? Nein, die wilden Männer zeigen euch nun, wie ihr eine Schlucht überwindet. Schon kann's losgehen. Und sicherer geht's nicht. Wir sind im Handumdrehen zurück. Oh. Er ist nicht mehr so wie vorher, Elvis. Nein, Sam, ist er nicht. Was? Wo sind der Prinz und, ich meine, die Pinguine, wie auch immer sie heißen? Der Prinz und die Prinzessin machen ganz unvorhergesehen Halt. Bei Dilles Laden, um einzukaufen. Wie? Was wollen Sie denn da? Sie haben das Lieblingsspielzeug des kleinen Prinzen vergessen und wollen sehen, ob Sie dort etwas finden. Also, wieso warten wir dann hier? Ja, wieso eigentlich? Genau. Wer den Prinzen als letzter sieht, ist eine lahme Schnecke. Oh ja. Sollen wir den roten Teppich jetzt mitnehmen? Nein, Elvis, ich denke, dieser Teppich hat jetzt leider ausgedient. Guck bloß nicht nach unten! Oh nein, ich kann... Yep, wissen wir, James. Du kannst Seilbrücken über Schluchten nicht leiden. Und doch hast du es geschafft. Siehst du? Jetzt fehl nur ich noch. Ich werde euch allen zeigen, wie das richtig geht. Los, Turbo Tom, zeig's ihnen! Was hat das Schaf davor? Welches Schaf? Es scheint das Seil durchzuknabbern. Nein, oh nein, 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 nein! Geh da weg, Schaf! Das ist keine gute Idee. Oh, knabber doch irgendwas anderes an! Mach schon, Tom! Du bist ein wilder Mann! Nein, nicht. Na dann, los, steigt alle in Trevors Bus. Darf ich vielleicht neben dir sitzen, Ellie? Natürlich darfst du das, Norman. Hat sie denn genauso viel Erfahrung wie du, Onkel Sam? Ellie kennt sich bestens in allen Fachgebieten aus. Ganz sicher? Möchtest du einen Happen von meinem Zuckerapfel, Ellie? Nein, danke, Norman. Ihr seid aber still. Wollt ihr denn gar nicht euer junge Retterliedchen singen? Es gibt gar kein junge Retterlied. Oh, das ist ein Jammer, Ellie. Denkt euch doch eins aus. Oh, eine sehr gute Idee. Wir werden mal nachdenken. Könntest du mir bei der Hubschrauberwartung helfen, Sam? Na klar, Tom. Also, ihr hängt den neuen Windsack auf, während wir den Hubschrauber checken. Machen wir, Sam. Okay, Elvis, du rollst den Windsack aus und ich lese die Bedienungsanleitung. Wozu? Das kann doch nicht schwieriger sein als Socken anziehen. Und die ziehe ich jeden Morgen ohne Bedienungsanleitung an. Ich stecke meinen rechten Fuß in die rein, wo R draufsteht, und dann stecke ich meinen linken Fuß in die rein, wo L draufsteht. Man sollte immer zuerst die Anleitung lesen, Elvis. Nur so lassen sich Fehler vermeiden. Bestimmt hast du jetzt vorher nicht die Anleitung gelesen, wie man bei Wind so Anleitungen gut festhalten kann. So, zum ersten Teil unseres Kurses Campen im Freien. Wer von euch weiß, wieso ich das Feuer gerade hier gemacht habe? Ich! Mandy! Weil es hier weit weg genug von den Bäumen ist und auch sonst kann sich nichts entzünden. Das wollte ich gerade sagen. Aber ich war schneller. Ihr wart beide sehr gut. Noch jemand? Ich! Ja, James?
Wie viele richtige Feuer hast du schon gelöscht? Viele, James. Ich wette, sie hat nicht so viele Feuer gelöscht wie Onkel Sam. Ich muss sie schnell anrufen. Sie ist so toll. So, und wer will jetzt bei der Übung Sicherheit beim Grillen helfen? Ich! Nein, ich! Oh, nirgendwo kriege ich hier ein gutes Netz. Wahrscheinlich habe ich Empfang, wenn ich worauf kletter. Sei vorsichtig, Arnold. Es ist sehr windig. Das sehe ich, Elvis. Ich kann nicht sehen. Bestimmt wäre es besser, wenn du den Windsack zuerst unten am Mast festzurst und ihn wie eine Flagge raufziehst. Oh, Sam, das ist sehr clever. Brauchtest du die Leiter denn gar nicht, Arnold? Doch, eigentlich ja. Das ist wirklich ganz fantastischer Blumenkohl, Dillis. Oh, danke, Sam. Aber Trevors rote Beete sind viel beeindruckender. Vielen Dank, Dillis. Aber warte erst, bis du meinen Rettich siehst. Macht mal bitte alle Platz. Seht euch nur diesen Brummer an. Ein Riesenexemplar der Gattung Brassica. Sieht aus wie ein Kohlkopf, finde ich. Er benutzt den botanischen Fachbegriff. Tja, die Ergebnisse sind ja alle wirklich beeindruckend. Oh, anscheinend haben noch nicht alle geliefert. Wer kann das sein? Das wird eine Überraschung, wenn mein Dad das sieht. Er hat ja keine Ahnung, was sein Wachsmeister 2000 drauf hat. Wenn wir es dahin schaffen, heißt das, es muss doch einen einfacheren Weg geben, so einen Riesenkürbis zu transportieren. Komm zu Papa. Na komm schon. Sam. Was könnte Hauptfeuerwehrmann Steele wohl suchen? Was? Oh, oh nein! Was? Ach, ihr seid's. Hallo, Sam. Stören wir, Sir? Nicht doch, oh nein, ich war nur im... Ich wollte... Es ist James und Sarahs Meerschweinchen. Ich sollte auf den kleinen Streuner aufpassen, aber er ist entwischt. Oh nein, Norris! Norris! Wo steckst du? Norris! Keine Sorge, Sir, den finden wir schon. Danke, Sam. Sucht ihr hier drinnen weiter. Und ich werde eine schöne Möhre aus der Küche holen. So was schmeckt ihm. Der Hunger wird ihn rauslocken. Der Hunger? Dann, glaube ich, weiß ich, wo wir suchen müssen. Komm mal, Elvis, und bring einen Schuhkarton mit. James, zieh fester. Das dauert ja sonst noch ewig. Aber das ist so anstrengend. Oh, hör mit dem Jammern auf. Wir sind ja gleich oben. Der Weg runter wird ganz einfach. Das wird der absolute Wahnsinn. Wir werden die Riesengemüse-Champions von Ponty Pandy. Frechen Räubergummi schmecken meine Zuckererbsen richtig gut. Komm, Elvis, ich glaube, wir haben unseren Mann. Unser Schwein. Nein, ich meine Nager. Also, den Zwiebeln geht's gut. Du, hast dir nicht irgendwo ein Meerschweinchen gesehen, Mike? Kann das sein? Ja! Dieses freche Fellknäuel hat sich meine allerbesten Zuckererbsen geholt. Und dann ist es weggelaufen. Oh, wie sollen wir Norris jetzt nur finden, Sam? Er könnte überall sein. Wir sollten uns aufteilen, Elvis, und müssen uns ranschleichen. Du kommst zu spät, Hannah. Weißt du eigentlich, wie lange ich schon darauf warte, diesen Film zu sehen? Er heißt Wer war der Täter? Und ich will wissen, wer der Täter war. Was? Es liegt quer? Oh, gut, ich komme sofort. Hallo, Lissy, möchtest du eine Tasse... Oh nein, Mike, keine Zeit. Auf dem Hof braucht eine Kuh Hilfe beim Kalben. Die Katze lasse ich jetzt hier. Ich nehme sie mit, wenn ich Hannah abhole. Danke. Ciao. Dad, Norman würde jetzt gerne den Film sehen. Natürlich. Und fragt irgendwer nach mir. Ich bin in meiner Werkstatt. Na, endlich. Halt, was riecht dir so komisch? Du? Unsinn. Irgendwas hier drinnen verpestet die Luft. Die Katze stinkt. Ich kann keinen Film sehen bei so einem Gestank. Halt dir die Nase zu. Ich kann's aber immer noch riechen. Dann werde ich eine von Mams Duftkerzen anzünden. Die zündet sie gern an, wenn Dad sich die Schuhe auszieht.
Aber, Sam sagt doch Finger weg von den Streichhölzern. Wollen wir den Katzenmüffel riechen oder eine Kerze, die duftet wie ein Kirschblütenfest? Das Kirschblütenfest ist wohl besser. Gut, das heißt, ich muss die Kerze anzünden. Schon klar, bitte. Und hoffentlich können wir dann endlich diesen Film sehen. Wochenlang war ich jetzt schon unterwegs gewesen, um rauszukriegen, wer der Täter war, der hinter dem Verschwinden des Puschelpascha-Diamanten steckte. So, die heutigen Aufgaben sind... Entschuldigen Sie, Sir. Wie ich gerade... Oh nein, was stinkt denn hier so unfassbar? Meinen Sie mich? Oder mich? Oh, total verfault. Oh, Sam, das bist du. Du riechst immer noch wie die Abwasserkanalkatze. Anscheinend hat das Abspritzen mit Wasser nicht gereicht. Tja, Madame Collier, an dem Abend hatte nur ein Mensch Zugang zu dem Diamanten und das war Konsul Ketchup. Ja, was? Was hat er gesagt? Hör doch zu, Norman. Genau das versuche ich. Aber ich glaube, das ist ein schwerer Irrtum. Denn ich denke, es war ganz klar Lady Luke. Oh, ich geb auf. Das ist nicht nur die stinkendste Stinkkatze aller Zeiten. Sie ist auch noch die lauteste dazu. Ich muss jetzt geschickt vorgehen, denn schon der kleinste Fehler könnte bedeuten, dass ich den Täter warte. Also zuerst mal eine passende Tarnung besorgen. Von hier aus kann ich alles genauestens beobachten und werde bald wissen, wer wirklich der Täter war. Und fertig. Gewaschen und frisch wie eine Frühlings... oder etwa nicht? Keine Sorge, Sam. Ich kenne einen Spezialtrick, um stinkige Sachen zu waschen. Aber ich schätze, ich brauche meine Atemschutzmaske für diesen Stinker. Hallo? Nicht so leicht zu erschrecken, was? Nur keine Panik, Mandy. Das Pferd ist ganz nett. Uns ruft die Prärie, Prärie, Prärie. Ich kann nicht. Also, wenn du wirklich so gut reiten kannst, Mandy, wieso muss dann Hannah dein Pferd führen? Komm schon, Cowboy. Nicht zurückbleiben, ha? Oh, ich komm ja schon. Mandy, bist du dir auch sicher, dass du dich wohlfühlst? Klar, ich musste mich nur erst mal dran gewöhnen. Und das klappt gut. Tja, also jetzt gib mir die Zügel. Toll! Du kannst schon weiterreiten. Ich mach hier eine kleine Pause, ja? Das Pferd füttern. Okay, ganz wie du meinst. Hühot! Das kriegst du schon hin. Wollen wir? Hühot! Ich sagte Hühot! Nun lauf! Komm jetzt! Da! Ich kann Pferde nicht leiden! Halt! Wir sollten doch den Weg nicht verlassen! Genau wie Hannah sagte, du weißt genau, was ich fühle. Na komm, sei schön ruhig. Ich hab keine Angst. Also gibt es keinen Grund, dass du welche hast. Da sind Musti, Lissy, Sarah und James. Und hier kommt Norman, der ist sicher schlecht gelaunt. Meine Füße tun schrecklich weh. Und hier kommt Hannah so ganz allein. Doch wo mögen nur Mandy und ihr Pferdchen sein? Wir müssen sie schnell suchen. Komm mit, Lissy. Fuß- und Hufspuren führen da entlang. Und so wie das hier aussieht, würde ich sagen, die beiden sind ins Rutschen geraten, und zwar in die Richtung. Und das heißt, schnurstracks in diesen Graben rein.
Aufgepasst, Leute. Wir fangen mit der Übung an. Norman Price, Star-Reporter, auf der Jagd nach Sensationen. Oh, hallo Norman. Willst du meine neue Erfindung sehen? Es ist ein raketengetriebener Pogo-Stick. Ein Pogo-Stick? Nein, danke, Joe. Ich suche etwas Aufregendes und Actiongeladenes. Stimmt das? Ein raketengetriebener Pogo-Stick? Das ist mein Superknüller. Norman Price, der Star-Reporter, live vor Ort in Joe Sparks Garage mit einer exklusiven Megastory. Na los, Joe. Die Leute, die den Ponty Pandy Planet anklicken wollen, wissen, was du da gebaut hast. Ja, also heute da habe ich vor, meinen Pogo Master 2000 zu testen. Aber zuerst was zum Thema Sicherheit. Was? Nein, doch keine Sicherheit. Wir wollen nur Raketen. Ich habe da ein faszinierendes Buch gelesen über die Entflammbarkeitsgrade von Treibstoffmischungen. Ach, na los, jetzt zünde mal die Rakete. Ja, dazu werde ich auch gleich kommen, Norman. Zunächst aber sollte man über die Zusammensetzung des absolut sichersten Raketentreibstoffs Bescheid wissen. Am besten nimmt man 69-70% feingranuliertes Raketonium-Nitroxidid und 16-20% unraffiniertes Sparkesium. Gleich schlafe ich ein. Und das Ganze emulgiert in einer Basis. Hoffentlich ist Sarahs und Mandys Nachrichtenstream genauso schlimm wie das hier. Oh nein! Der Exklusivbericht der beiden sieht so actiongeladen aus. Bei dem wirklich gar nichts passieren kann. Die Zeit ist gekommen. Ich werde dir jetzt etwas unglaublich Aufregendes zeigen. Was? Eine Explosion? Nein. Es ist eine Schautafel meiner absoluten Lieblingstreibstoffmischungen. Eine Sekunde, Norman. Oh. Nein. Oh nein. Sarah und Mandy haben jetzt schon 400 Klicks für dieses Video gekriegt. Und ich? Richtig. Scoop Dooley hat gesagt, wenn Star-Reporter keine exklusive Sensation finden können, dann machen sie die selbst. Das wird garantiert die größte Sensation aller Zeiten. Oh, was wohl geschieht, wenn ich den Knopf hier drücke? Ich bereue das in Raketengeschwindigkeit. Ich glaube, es war ein bisschen zu viel Raketonium-Nitroxidid. Halt durch, Norman! Ich kann Dolly jetzt sehen. Hol sie da raus. So schnell wie möglich, Sam. Dolly wurde lokalisiert. Sam bringt sie gerade nach unten. Mhm. Na dann, es geht los. Berg hält voran. Da steht aber, zum Rutschen trägt man diesen Sicherungsgurt. Wo ist er? Viel zu schnell! Und jetzt fängt das Ding auch noch an, sich zu drehen. Und eine Fliege ist mir in die Nase gekrochen. Halt dich an den Handgriffen fest. Nur so hört es auf zu drehen, Norman. Ich kann nicht. Norman, alles okay? Okay. Ich klammer mich hier an einen Ast hoch über dem Boden und ich habe eine Fliege in der Nase. Also ruf schon Feuerwehrmann Sam. Oh nein. Hauptfeuerwehrmann Steel kann jetzt sicher eine Tasse Tee vertragen, Elvis. Ja. Oh, Ihr Tee ist gleich fertig, Sir. Oh ja. Norman ist von der Seilrutsche des Grauens gestürzt und hängt in einer Baumkrone fest. Und er hat außerdem eine Fliege in der Nase. Penny, du fährst mit Venus. Helen, du folgst ihr mit der Bergrettungsambulanz. Ich mit Tom in Wallaby 2. Verstanden, Sam. Fertig, Tom. Halt
Bett durch, Norman. Ich bin gleich da. Wenigstens ist die Fliege aus meiner Nase raus. Tom, er ist ins Wasser gestürzt. Bring mich so nah wie möglich an ihn ran. Verstanden, Sam. Hilfe! Das reicht jetzt, Tom. Ich springe rein. Sam! Penny, Sam und Norman treiben im Fluss. Verstanden, Tom. Ich versuche, sie flussabwärts zu erwischen. Sam! Sam! Ich hab dich! Scharf! Scharf! Vielleicht zu scharf? Wasser! Wasser! Oh, wie das brennt! Also ziemlich scharf. Platz da! Her damit! Noch mehr! Schön scharfe Fischkroketten? Oh! Weißt du, wieso diese Stelle abgesperrt ist, Penny? Ich habe keine Ahnung, Sam. Hm? Ein heißer Ofen. Oh, wer ist denn das? Wow! Ich möchte euch nun alle bitten um ein ganz herzliches Pontipendi-Willkommen für unseren sympathischen neuen Polizeimeister Malcolm Williams. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Leute. Schön scharfe Fischkroketten. Oh, aber da greife ich zu. Danke. Lecker. Mama mia. Also ich glaube, Moms schön scharfe Fischkroketten sind heute ein bisschen zu scharf geworden. Wasser und Eis, Eis und Wasser, mehr Eis. Kinder? Also ich weiß nicht, das sieht gar nicht gut aus. Keine Sorge, Mom. Wir gehen einfach zurück in unser Café und machen schnell ein paar neue Fischkroketten. Und dieses Mal ein kleines bisschen weniger scharf. Einverstanden? Guten Tag, Malcolm. Ich zeig dir unser Team. Mhm. Ah, Malcolm, das ist Helen Flood, Pontipendis Krankenschwester. Was hat denn diese Riesenzitrone hier verloren? Sauer macht lustig, weißt du doch. Hä? Keine Sorge, Sam. Diese Sprücheklopferin ist meine große Schwester. Ah, ich verstehe. Ich wusste gar nicht, dass du nach Pontipendi kommst. Tja, mir wurde das zu viel in der Großstadt. Ich sehnte mich nach dem erholsamen Landleben. Oh nein, Butler! Fährt da ein Hund einen Einsatzwagen? Ich glaube, die Arbeit ruft. Willkommen in Pontipendi, kleiner Bruder. Ich schnapp mir den Hund, wenn du weißt, wie man dieses Ding aufhält. Verstanden, Malcolm. Ich dachte, Sie wollten eigentlich den Junge-Retter-Camping-Lehrgang in den Bergen machen, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Ja, aber dann hatte er eine wirklich großartige Idee. Denn weil heute so schönes Wetter ist, sollten wir lieber nach Pontipendi Island fahren stattdessen. Ah, eine wirklich großartige Idee. Aber es ist ein ganz dummer Zufall, dass Charlie und ich hergekommen sind für ein ruhiges Wochenende. Ach, nur keine Sorge. Wir werden euch ganz bestimmt nicht stören. Ich habe jede Menge geplant, um die jungen Retter beschäftigt zu halten. Na denn, Charlie und ich finden schon ein Plätzchen, wo wir nicht stören. Oh, nur aus Interesse. Hat Penny die Leitung der Feuerwache? Selbstverständlich. Oh, gut. Dann ist Pontipendi ja in sicheren Händen. Hauptfeuerwehrmann Steele, wozu ist das hier gut? Hoppla,
Mal im Ernst, wenn Norman Price hier auf der Insel ist, kann in Pontypandy nicht mehr allzu viel schiefgehen. Ruhig, Wolli. Geschafft. Bring uns runter, Tom. Gute Arbeit, Penny. Danke, Arnold. Das sieht gut aus. Der perfekte Zeltplatz. Und es ist so herrlich ruhig. Und da ist sogar ein Flüsschen. Da kann ich meinem großen Bruder ein paar Angeltricks zeigen. Hier lang, junge Retter. Oh, Sam, wir wollten euch wirklich nicht stören. Entschuldige bitte. Ach, nicht doch, Sir. Wir sind noch auf der Platzsuche. Nicht wahr, Charlie? Ja, Sam. So, junge Retter. Dieser Platz ist nicht nur sehr schön, er ist auch sicher genug, um euch zu zeigen, wie man in der Wildnis Feuer macht. Nur mit zwei dieser Feuersteine. Na mal sehen. Man schlägt sie aneinander, und zwar ziemlich fest im... So, dass Funken springen. Ich wette, das kann ich auch. Ich könnte es besser. Ah ja, schon geht's los. Na, hoffentlich können Sie Feuer ein bisschen besser löschen als anzünden, Hauptfeuerwehrmann Steel. Ja, gut. Ihr wisst jetzt, wie es geht. So, junge Retter, zurück an den Strand für euer großes Sicherheitstraining. Quidlington, du holst schnell ein paar Streichhölzer vom Boot. Na los, junge Retter, folgt mir. Bestimmt kann ich viel schneller ein Feuer anzünden als du, Sarah. Bestimmt kannst du das nicht. James? Sarah, na kommt schon. Ha! Ich wusste, dass du es nicht kannst. Ich hätte es geschafft. Ich hatte nur zu wenig Zeit. Na, komm doch her, Wolli. So ist es gut. Das hätten wir. Ganz großartig, Sam. Das war ich nicht allein, Lizzie. Wir sind ein Team. Naja, ich habe eigentlich gar nichts hingekriegt. Oh doch! Ja, wirklich? Ja! Du hast einen ganz tollen Sprung in unser Sprungpolster gemacht. Komm schon, Mandy. Wir reiten mit dem Pferd zum Cap Pontypandy. So werden wir James um Längen schlagen. Aber ich kann gar nicht richtig reiten. Ich doch auch nicht. Aber das ist garantiert ein Kinderspiel. Es hat ja noch nicht mal einen Sattel. Ein Pferd zu reiten ist ganz leicht, Mandy. Einfach nur raufklettern und Hyhot rufen. Das habe ich alles im Fernsehen gesehen. Ich werde unter keinen Umständen auf das Pferd da steigen. Das ist zu gefährlich. Was soll daran gefährlich sein, auf ein Pferd zu steigen? So ein Unsinn. Ja, ich finde aber, das sieht doch ganz schön gefährlich aus. Weg hier! Haha, viel Spaß noch mit eurer dummen Landkarte. Die werden mich nie einholen. Ich werde tatsächlich gewinnen. Warte, wo willst du denn nur hin, Hoppepferdchen? Halt doch an! Hilfe! Hier bin ich! Oh nein! Das Pferd steckt im Schlamm fest! Ruf Feuerwehrmann Sam, Sarah! Ich suche auf unserer Karte, wo wir genau sind! Norman Price ist in großer Gefahr. Er steckt in einer Schlammgrube fest, auf einem Pferd. Norman Price ist in großer Gefahr. Er steckt in einer Schlammgrube fest auf einem Pferd. Verstanden, Sir. Sagen Sie Ellie, sie soll mit Phoenix zum Einsatzort kommen. Wir müssen ein Tier retten, also wäre es gut, wenn du auch mitkommst, Lizzie. Natürlich. Aber einer fehlt uns noch. Arnold! Komm schon, nichts wie los. Ellie, wir dürfen das Pferd nicht erschrecken, also stell die Sirene aus. Verstanden, Sam. Holt mich hier runter.
ist alles ganz anders als im Fernsehen. Ja, habt ihr denn sowas? Wie kommt's denn hier raus? Sind Sie sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen, Sir? Alles bestens, Sam. Ruh dich nur schön aus. Ich versuch's, Sir. Ich versuch's. Und? Was meinst du, James? Ich meine, dass ihr ziemlich gemein seid. Ihr ruft mich, um das Spielzeug zu reparieren und habt kein Wort gesagt, dass ihr damit spielt. Das haben wir, weil du Sachen doch immer so genial reparieren kannst. Kleber? Schraubenzieher? Zange? Das sollte funktionieren. Ich sagte doch, du bist genial im Reparieren. Das heißt auch, ich bin derjenige, der es testen darf. Ja, einverstanden. Das kannst du, James. Er fährt wieder richtig gut. Das mit dem Fahren funktioniert tatsächlich. Aber ich kann es gar nicht mehr stoppen. Der Controller hängt fest. Oh nein. Wenn wir es nicht wiederfinden, hat Onkel Sam kein Geburtstagsgeschenk. Schnell, Hannah. Wir müssen dem Feuerwehrwagen hinterher. Nicht so fast. Wo ist denn hier oben und unten? Sam? 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 Ah, was ist denn, Elvis? Meinst du nicht, wir sollten Hauptfeuerwehrmann Steel da draußen helfen? Sind Sie wirklich sicher, dass Sie klarkommen, Sir? Oh, ja, danke, Sam. Alles bestens. Entspann dich nur weiter. Offenbar ist alles in Ordnung. Vorsichtig, James! Ich versuche, sehr vorsichtig zu sein. Oh, Sam wird sich so freuen über die Torte. Du meine Güte, irgendjemand hat Jupiter geschrumpft. Oh nein, die hübsche Glasur ist hin. Ich will der König sein. Nein, ich bin der König. Ich bin immer der König, wenn wir Burgen und Könige spielen. Und Königinnen, Norman. Und die auch, ja. Das ist der einzige Hut, der noch da ist. Was soll das denn für einer sein? Den haben die tapferen Ritter getragen, James. Ist das nicht der Hut, den deine Mutter zu Tante Phyllis Hochzeit getragen hat? Was? Nein, natürlich ist er das nicht, Sarah. Ein tapferer Ritterhut ist das. Hör gar nicht auf sie, James. So, Kinder, ich weiß, dass Burgen und Könige euer Lieblingsspiel ist. Also habe ich hier für euch einen Drachen. Ist das ein fantastischer Feuerschwein, der Drache? Dann bin ich der König der Drachen. Ja, der ist super toll. Nein, ist er nicht. Er kann nicht fliegen, er ist nicht grün und er kann auch überhaupt kein Feuer speien. Ich habe das etwas schnell zusammengebastelt. Ich gehe wieder in die Bahnhofswerkstatt und suche ein paar Sachen. Die machen den Drachen dann hoffentlich ein bisschen drachiger. Und ich werde am besten mitgehen. Ja, sehr gern, Norman. Dann kannst du mir beim Tragen helfen. Das wird spannend. Bis nachher. So, ich muss nur noch schnell die Asche vom letzten Training wegbringen, bevor wir neues Feuer machen. Okay, Sam. Keine Sorge, Jupiter. Ich habe nämlich eine Idee, wie du in Rekordzeit wieder auf Hochglanz kommst. Wow! Entschuldige, Sam. Ach, alles halb so wild, Elvis. Das kann ich schnell wieder abwischen. Aber ich denke, Jupiter muss noch mal gewaschen werden. Oh nein! Dann mal los, Bessie. In 0, nichts glänzt du wieder blitzeblank. Hallo, Hauptfeuerwehrmann Steel. Norman
Price, was suchst du in Bessies Nähe? Reg dich nicht auf, Norris. Ich bin da. Oh, Gareth. Das wusste ich nicht, aber solange er unter Aufsicht ist... Hast du nicht einen Motor da von so etwas wie einem Flugzeug? Oder ein Raketentriebwerk wäre gut, sodass der Drache fliegen kann. Naja, ich hätte da diesen alten Gepäckwagen. Wenn er so rollt, sieht es vielleicht aus, als könnte er fliegen. Was liegt denn da auf dem Tisch? Das sind die Sachen, die wir brauchen, um das Feuer in einer Dampflok anzuzünden. Damit könnte man doch auch leicht Feuer im Feuerdrachen anmachen, oder? Oh nein, das wäre aber viel zu gefährlich, Norman. Doch nicht, wenn sich einer so gut auskennt wie ich. Oh, sieh nur, grüne Farbe. Aufgepasst! Die Seenotrettungsanzüge sind warm gefüttert, um im Wasser nicht auszukühlen. Und die Farben sind sehr leuchtend, damit ihr gesehen werdet. Und sie haben auch eine Pfeife. Die ist das Tollste daran. Sam, pünktlich wie immer. Oh, danke, Penny. So, ich werde stoppen, wie schnell das Umziehen geht. Und los! Ihr wart alle hervorragend. Gut, zieht die aus. Wir gehen zurück in die Wache und sehen, wie schnell ihr die Anzüge für Tierrettungseinsätze anziehen könnt. Brauchst du Hilfe, Elvis? Ich? Nein, ich komm klar. Geh du schon vor, ich werde gleich nachkommen. Also, wir werden uns jetzt alle richtig, richtig anstrengen. Egal, wie viele Pizzen Opa auch immer braucht, wir werden das schon hinkriegen. Sarah! Sarah, jetzt hör auf mit dem Spielen und fang endlich an, Pizza zu backen. Entschuldige, James. Ja, James. Es heißt ja Chef. Hallo, James. Ich will nur schnell bei dir nachfragen, ob auch alles klar geht mit diesen Pizzen. Es läuft alles bestens hier, Opa. Wir sind sicher pünktlich fertig. James, sie müssen erst noch gebacken werden. Und unser Backofen ist ziemlich klein. Ha, da ist doch noch ein Ofen die Treppe rauf. Sarah, du bringst bitte ein paar Pizzen nach oben. Und zwar so schnell du kannst. Das war's. Es gehen unmöglich noch mehr Pizzen in diesen Backofen. Der Ofen ist jetzt bis zum Rand voll, James. Ich meine, Chef. Aber es sind noch so viele übrig hier. Es gibt noch einen Backofen bei uns zu Hause. Ausgezeichnet. Dann nimmst du den Rest und backst ihn bei euch, Hannah. Los, los, los! Zu Befehl, Chef. Ja, sehr gut, ja. Oh, Quittington. Offenbar trägst du da einen Seenotrettungsanzug, kann das sein? Oh ja, ich komm da nicht raus. Oh, rühr dich nicht von der Stelle, dafür habe ich genau das Richtige. Bei den Schutzanzügen für die Tierrettung sind die Farben viel ruhiger, damit die Tiere nicht verschreckt werden. Und sie bestehen aus einem Material, in dem man sich leicht bewegen kann. So, dann sehen wir mal, wie schnell ihr die anziehen könnt. Sind alle für unseren Ausflug zum Fluss fertig? Oh ja, ich habe meine Reisetasche, meine Handtasche und selbstverständlich eine Tasche von Phyllis mit den Sachen für den Hund. Siehst du, wir sind da. Pass gut auf. Spring rein. Na, spring schon rein. Los. Norman, wenn du einem Hund sagst, was er tun soll, dann verwende auch seinen Namen. Also sag einfach, spring rein, Lady Sumpfote. Was war das? Lady Sumpfote. Norman, ich kann dich nicht hören. Wie ist der Name? Sie heißt Lady Sumpfote. Oh Mann, wieso hast du denn das jetzt gesagt? Der Name ist doch so unendlich peinlich. Das war's schon.
Ich habe den neuen Tisch aufgestellt. Seid ihr auch sicher, dass der richtig ist? Er ist ein bisschen... Oh! Mike Flatt hier? Charlie hier. Oh, hallo Charlie. Ein Leck in einer Pumpe? Alles klar, Charlie. Ich bin schon unterwegs. Guten Morgen. Was ist denn hier los? Hauptfeuerwehrmann Steele ist in Newtown und ich habe seinen neuen Schreibtisch aufstellen lassen. Penny, hast du dir eigentlich schon angesehen, was hier aufgestellt wurde? Nein, wieso? Hm? Oh, ich brenne gleich durch. Das ist ja toll. Nein, das ist es nicht. Oh, ihr macht da so ein kleines Picknick hier. Da, seht nur, was hat Norman denn davor? Bitte mach jetzt, was ich dir sage. Das ist meine große Chance, allen hier zu zeigen, was für ein begabter Hundehalter ich bin. Guter Hund. Und Platz. Denk immer dran, was Sam gesagt hat und ruf ihren Namen, wenn du wirklich willst, dass sie das tut, was sie tun soll. Schon klar. Platz, Lady Samtpfote, Platz. Geh runter, ich sagte Platz. Jetzt habe ich überall Hundesabber im Gesicht. Ich glaube, er ist nicht bereit für einen eigenen Hund. Oh nein. Glaube ich auch nicht. Aber ich will doch so gerne einen eigenen Hund. Ich kann Mike nicht erreichen, also rufe ich die Firma an und die erzählen mir, ich hätte gar nicht den Super-Multiplex-Tisch bestellt. Nein, ich hätte das Super-Multiplex-Bett bestellt. Und den Tisch können sie nicht vor nächster Woche liefern. Oh, und der alte ist nicht mehr zu benutzen. Das ist nur noch ein Haufen Sperrmüll. Keine Sorge, Penny, ich weiß, was wir machen. Wieso soll ich denn immer mit dieser Nervensäge zusammensitzen? Das tust du doch gar nicht, Norman. Letztes Mal saßen wir zwei zusammen. Nein! Na endlich! Kommt schon, schnell alle einsteigen! Ich würde gern vorher noch etwas am Motor nachsehen, Frau Chen. Nein, dafür ist keine Zeit, Trevor. Wir hängen schon 11 Sekunden hinter dem Plan zurück. Nichts wie los. Oh, Sie haben völlig recht. Dann, ganz am Ende des Films, da sagt er: Ein Mann muss das tun, was ein Mann tun muss. Wow! Howdy, Partner! Hallo, Elvis. Also, heute werden wir zusammen trainieren, wie man ein Pferd rettet. Guten Morgen, Feuerwehrleute! Howdy, Partner! Tja, dann wollen wir mal. Ist das etwa die korrekte Form der Begrüßung eines vorgesetzten Feuerwehrmannes, Crittington? Nein! Und steig endlich von dem Ding runter. Entschuldigung, Partner. Ich meinte Hauptfeuerwehrmann Steele. Und das ist kein korrekter Bestandteil der Uniform. Und nochmal lauter. Die Räder von dem Bus rollen weiter und weiter. Oh nein! Frau Chen, die Räder von dem Bus rollen heute gar nicht weiter und weiter. Wenn das so lange dauert, wird das nichts mehr mit den Wertzinnen. Ja! Ich meine, oh nein! Was für Dinger? Diese Mauerzacken da oben, auch nicht so wichtig. Geht das nicht etwas schneller? Kennen Sie das alte Sprichwort nicht? Eile mit Weile. Ha! Wie es aussieht, werden wir diese blöden alten Ruinen jetzt ja gar nicht anschauen. Alles klar. Dann kann es vielleicht das Gaspedal sein. Ich schau nach, wenn es dann schneller geht. Ich weiß nicht so recht, ob das... Welches Pedal ist es denn? Das hier? Ja, aber ganz vorsichtig drauftreten. Norman Price, setz dich sofort ordentlich hin. Ich sagte vorsichtig, schnell den Fuß runternehmen. Das Pedal scheint festzuklemmen. Anhalten! Wow. Die Bremse ist noch ausgebaut! Und dann das Führungsseil hier so festmachen. Seht ihr das? Dann bleibt das Pferd auch ruhig. Und so ein richtiger Cowboy hat so ein Seil fürs Viehhüten. Ausgezeichnete Schlinge, Feuerwehrfrau Morris. Sehr schöner Knoten, Feuerwehrmann McKinley.
Das ist James. Er rast blindlings in einem Go-Kart zum Hafen. James Jones rast blindlings in einem Go-Kart Richtung Hafen. Das sagte ich gerade. Hilfe, wo bin ich? Keine Angst, James, ich bin direkt hinter dir. Ich hab dich! Wie toll! Du warst unglaublich, Onkel Sam. Du solltest in die Kartons fahren, das war so ausgemacht. Da kann ich die Stunts genauso gut auch alle selbst machen. Aber vielleicht werden diese Stunts langsam etwas zu spektakulär, Norman. Es tut mir leid, Sam. Aber keine Sorge, es ist sowieso nur noch die Abschlussszene zu drehen. Und die ist wirklich ganz und gar nicht gefährlich. Ich verspreche es. Gut so, Norman. Und viel Glück. Jake Pond, Superspion, Szene 75. Finale im Schurkenversteck. Action! Ah, Mr. Pond. Ich habe Sie schon erwartet. Handschuhfinger, mein alter Feind. Das ist eine Falle. Los, Nummer zwei. Fessle den Gefangenen. Und aus. Fesselt das Stunt-Double. Ich mag Filme machen nicht. Oder an einem Stuhl festgebunden zu werden. Jetzt hör mal mit dem Gejammer auf, James. Schließlich hast du nichts weiter zu tun, als einen Personenstrahl mit der Lupe einzufangen und damit das Seil durchzubrennen. Ungefähr so. Ist doch einfach, oder? Oh. Action! Oh. Ist in einer Garage mit brennenden Ölkanistern eingeschlossen. James Jones ist in einer Garage mit brennenden Ölkanistern eingeschlossen. Schade, Ryan. Ein Ölfeuer. Also setzen wir Schwerschaum ein. Verstanden, Sir. Luftvorrat 100%. Luftvorrat 100%. Wiedersehen, Hannah. Hallo, Hannah. Hast du schon mal so ein wahnsinnig tolles Fernglas gesehen? Wollen wir nicht zum Strand runter und Sachen angucken, die weit weg sind? Ja, das könnten wir, Norman. Aber meine Mom hat hier einen Fuchs. Einen Fuchs? Ich weiß so recht alles über Füchse. Wie der Fuchsflüsterer. Wo ist der? Los, komm mit. Da ist er. Hallo, Füchslein. Wusstest du eigentlich, dass manche Füchse genauso sind wie Hunde? Mom sagt, dass sie wilde Tiere sind. Ach, der doch nicht. Sieht man doch sofort. Na ja, er sieht wirklich aus wie ein Hund. Was er wohl gerne frisst? Natürlich Knochen. Das ist genau wie bei Hunden. Ich such mal schnell ein. Gleich gibt's was Leckeres zu fressen. Das ist doch gerade nicht wirklich passiert. Doch, es ist wirklich passiert. Ich habe einen Knochen gefunden. Wo ist der Fuchs? Ich habe ihn rausgelassen und er ist weggelaufen. Das war jetzt wirklich nicht sehr schlau. Du hast gesagt, er wäre wie ein Hund. Seit wann hörst du denn auf mich? Oh nein. Wenn der Fuchs nicht wieder im Käfig ist, wenn meine Mom nachher zurückkommt, werden wir beide unglaublich schlimm Ärger kriegen. Sei ein guter Hund, Schnuffi. Dann höre ich mir gleich dein Herz an, Schnuffi. Sitz bitte schön still. Sam, ist das mit Schnuffi nicht in Ordnung? Keine Sorge, Lizzie untersucht ihn gerade, Elvis. Und wir versuchen, ihn zu beruhigen. Oh, das verstehe ich. Komm schon, Schnuffi, ganz ruhig bleiben, du schaffst das schon, Junge.
Ich glaube, Elvis ein wenig zu beruhigen wäre wichtiger. Ich sehe mir mal kurz seine Ohren an. Oh, bei dem großen, tapferen Hund werden gleich die Ohren nachgesehen. Hm? Jetzt ganz ruhig bleiben. Das kriegst du doch hin. Na du? Oh. Hey! Elvis, du würdest uns doch gerne helfen bei Schnuffis Check-up. Natürlich helfe ich mit Sam. Ich würde wirklich alles tun, um Schnuffi zu helfen. Bestimmt macht es dir dann nichts aus, rauszugehen während der Untersuchung. Oh, in Ordnung, Sam. Penny, hast du das auch alles im Griff ohne mich? Wir schaffen das, Elvis. Hm. Wo steckst du, Füchslein, Füchslein, Füchslein? Füchslein! Und wenn wir ihn jetzt finden, Norman, wie sollen wir ihn zurückbringen? Ganz einfach. Ich werde ihn zurücktreiben mit lautem Getrommel. So etwa. Norman, hör auf! Davon läuft er ja nur noch weiter weg. Natürlich nicht. So ein Quatsch. Bitte, da ist er ja. Ja, das ist er. Oh nein, er haut schon wieder ab. Was denkst du, wo er hinläuft? Ich wette, dass er nach Hause will. Nach Hause? Ich glaube, dass das Nein heißen sollte, Sir. Was, ich? Ich nehme den schon, Sir. Was ist das, James? Oh, hallo, Sarah. Ich hab dich gar nicht gesehen hinter meinem Fledermausmonster. Und? Wie findest du's denn? Ich finde, dieses Ding verbraucht viel zu viel Platz. Mein tolles Gruselgespenst sollte eigentlich der Mittelpunkt sein. Daran ist deine Fledermaus schuld. Nimm sie sofort runter, James! Seid ihr bereit für eure Gruselparty-Gäste? Yeah! Na dann, viel Spaß! Die tolle Fledermaus! Wow. Unheimlich echt! Die ist ja riesengroß! Danke! Die hab ich da oben hingehängt. So, wie wär's mit einer Runde von meinem Monster-Tank? Da stolpert man ja nur drüber. Das ist kein Müll, du. Oh, ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Da. Damit baue ich jetzt den absolut genialen Höhepunkt der Party. Sarahs spuktakuläres Haus der Gruseligkeit. Vielen Dank, dass du die Kiste hinbringst, Penny. Oh, ich mach schnell auf. Elvis, und denk immer daran, koch den Zucker nicht zu lang, sonst wird er zu schnell zu fest. Er muss noch zähflüssig sein, okay? Schon klar, Sam, zähflüssig, ich denk dran. Ihr leckeren Zuckeräpfel, ihr seid so wunderbar süß. Halt, Finger weg. Noch nicht, Sir. Der Zucker muss erst hart werden auf den Äpfeln. Oh, ich halte das Warten kaum aus. Und, wie läuft es, Elvis? Ich glaube, wir brauchen neuen Zucker. Ach, und einen neuen Topf. Sarah, das ist ja ganz unglaublich. Wo? Was ist unglaublich? Danke, das hab ich gebaut. Und, wer hätte jetzt Lust, eines von meinen Spielen zu spielen? Ja! Irgendwas außer Klopapier-Mumie. Aber... Und ich weiß eins. Wer hat Angst vor der schwarzen Gruselkatz? Es riecht verbrannt, findet ihr nicht auch? Mein Haus! Meine Fledermaus! Heute Abend präsentiert Feuerwehrmann Critlington eine seiner gefährlichen Jongliernummern mit brennenden Fackeln. Wir sollten uns also vorbereiten auf die Operation Garantiertes Inferno. Feuerwehrmann Sam, du leitest den Einsatz hier. Ja, Sir. Feuerwehrfrau Phillips übernimmt diese Position hier in Jupiter. Feuerwehrmann McKinley, du hältst dich an diesem Punkt bereit. Alle bereit? Feuerwehrmann Sam ist bereit. Feuerwehrfrau Phillips ist bereit. Feuerwehrmann McKinley ist bereit. Feuerwehrfrau Morris ist bereit. Wallaby 1 ist bereit. Zurücklehnen und genießen. Na dann, die Show kann jetzt losgehen.
Hallo, Ponty Pandy. Oh. Elvis. Oh ja, ausgezeichnet, Quiddington. Wusste ich doch, dass du das kannst. Gut, alle können wegtreten. Ab auf die Wache. Wiedersehen, Tom. Tja, ich hoffe nur, bei Mike klappt das genauso gut wie bei mir. Hallo, Ponty Pandy. Darf ich euch vorstellen, das ist das neue außergewöhnliche Mitglied meiner Band. Der Zupfmeister 2000. Das braucht nicht viel zum Gitarrenspiel. Ba, 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 da, ba, ba, ba. Dad, dein neues Bandmitglied ist nicht so ganz wie Elvis, nicht wahr? Das kommt noch. Dreh die Maschine richtig auf, Joe. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, das wäre bei Elvis ganz bestimmt nicht passiert. Dad, hau da schnell ab. Jemand sollte schnell Feuerwehrmann Sam rufen! Mike Floods Gitarrenmaschine ist außer Kontrolle geraten und hat die Bühne in Brand gesetzt. Mike Floods Gitarrenmaschine ist außer Kontrolle geraten und hat die Bühne in Brand gesetzt. Elvis, du und Ellie fahrt in Jupiter. Penny, du und Arnold in Venus und ich nehme Merkur. Das ist so unfair. Wieso muss ich Bella gerade heute helfen, am Tag des wichtigsten Fußballspiels? Vielleicht wird das Ganze ja doch gar nicht so doof. Hallo, Norman. Grazie. Es ist ja so nett, einen willigen Elfer zu haben. Was soll denn das? Dann verpasse ich ja das ganze Spiel. Ist keine Zeit für Fußball, Norman. Wir haben Gäste zu bedienen. Führe sie an ihren Tisch, bitte. Pronto. Name? Gwendolyn und Charlie Jones. Hattet ihr denn auch reserviert? Nein, aber hier entlang. Oh, wir haben ja einen ganz fantastischen Blick auf das Spiel von hier oben. Wirklich? Habe ich ja noch gar nicht gemerkt. Schön. Endlich einen Tag ohne Kabeljau-Kaffee, um mal was anderes ausprobieren. Ich hätte gern die Frutti di Mare Pizza. Ja, eine riesen Auswahl. Was würdest du denn empfehlen, Norman? Ich würde empfehlen, dass du dich ein bisschen beeilst. Na los, fliegende Funke! Ja! Und die Gut gemacht, Schatz. Sie spielt fast so gut Fußball wie ich. Hierher. Hier, Sam. Ich stehe frei, Elvis. Stopp! So wird doch nicht gedribbelt. So geht das. Hier zu mir, Sir. Ich stehe frei, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Ich hab das unter Kontrolle. Oh. Tor! Nein, kein Tor, Elvis. Passe gut auf, Norman, und du wirst Pizza backen wie eine Eins. Das kannst du mir glauben. Ich will keine Eins in Backen kriegen. Ich will das Spiel anschauen. Erst, da machen wir eine Kreise, richtig dünn gerollt, aus Bellissimo-Teig, wie diese. Und dann eine nicht zu knappe Klecks von meiner leckersten Tomatensauce. Oh! Dann eine großzügige Portion von dem einmalig köstlichen Mozzarella. Fertig! Dann kann ich ja wohl endlich zugucken, wie sie spielen. Ich hasse Pizzabacken. Sehr gut. Da. Oh, Sam, hier bin ich! Oh, das sollte man nicht tun, nicht wahr, Mike? Nein, sollte man nicht, Elvis.
Elfmeter für die Ponty-Pendy-Kickers. Dann mach dich mal gefasst auf den Elfmeter des Jahrhunderts. Das sind wirklich diese ekligen Fledermäuse. Das sind sehr interessante Tiere. Nein, die sind sehr gruselig. Die kenne ich aus vielen Filmen. Das sind ganz gemeine Biester mit so Schlabberflügeln und Zauberkräften, Mandy. Unsinn, das sind sie nicht, weil es ganz friedliche Wesen sind. Sie hängen kopfüber an der Decke und fressen Insekten. Und wenn schon, die Dinger sind einfach nur schlimm. Wenn du eine siehst, lauf weg. Diese fiesen, schlabbrigen Flügel und ihre spitzen Zähne. Wenn ich eine sehe, finde ich so viel über sie raus wie nur möglich. Komm, wir müssen weiter, Sam. Ja. Hallo, Gareth. Hm? Bastelst du immer noch an der alten Dresine? Oh ja. Das alte Ding ist seit über 100 Jahren nicht bewegt worden. Ja, früher fuhr man damit in die alten Minenschächte, schaffte Werkzeug hinein und die Kohle raus. Und das allein von Menschenkraft angetrieben? Das wird wohl noch ein kleines bisschen dauern, bis sie funktioniert. Ich würde dir ja gerne helfen, Gareth, aber wir müssen jetzt wieder zur Wache zurück. Ich wüsste da jemanden, der vielleicht gerade Zeit hätte. Hallo, Hauptfeuerwehrmann Steele? Seht nur, Stalaktiten, das sind Tropfsteine, die wachsen in Jahrtausenden von oben nach unten. Seid mal ganz leise. Hört ihr auch die unterirdischen Wasserströme? Nicht eine einzige Fledermaus bis jetzt. Gut, ich will auch gar keine dieser großen Zauberfledermäuse in der Nähe haben. Die sind doch gar nicht gruselig und zaubern können die auch nicht. Doch, das können sie, Mandy, das weiß doch jeder. Wenn sie auf einen zugeflattert kommen, verwandelt man sich auch in eine Fledermaus. Jetzt sind wir doch wirklich ganz tief im Berg, oder, Moose? Nö, es gibt Gänge, die sind noch viel tiefer als dieser. Aber es ist sehr gefährlich, da reinzugehen. Gut, dann wollen wir jetzt mal wieder ans Tageslicht gehen und alle schön zusammenbleiben, ja? Klasse! Wir verschwinden hier, bevor ich noch angeflattert werde. Eine Dresine? Sowas habe ich ja seit Jahren nicht gesehen. Das ist ein richtiges Goldstück, nur eingerostet. Das kriegt der Schraubenexperte ganz sicher wieder hin. Darf ich vielleicht mal die Kurbelwelle etwas justieren? Eine Fledermaus! Oh, wie niedlich die ist! Ich kann gar nicht sehen. Keine Angst, James. Deine Augen sind nur nicht an das Licht gewöhnt nach der Dunkelheit. Das gibt sich ganz schnell wieder. Wenn ihr wieder was sehen könnt, sagt ihr mir, ob ich auch keine Fledermaus bin. Ich bin sicher, dass ich da unten angeflattert wurde. Das ist doch Unsinn, Norman Price. Nanu, es fehlt jemand. Ja, wo ist Mandy? Au! Das war gerade mein Handgelenk. Au! Und jetzt schwingt die einmal schön herum von Seite zu Seite. Schön schwingen. Au! Au! Au, mein Nacken. Mein Fuß. Das sieht nicht gut aus. Oh, ich rufe schnell Schwester Helen. Sie sollte lieber Ellies Fuß untersuchen. Vielleicht hat sie sich was gebrochen. Am besten, wir hören erst mal auf. Schade, ich komme gerade erst richtig in Fahrt. Das wird jetzt echt super aufregend. Warte noch, wo sind denn die Ruder? Mhm. Die sind nicht da. Ist hier nicht was anderes, womit wir rudern können? Klar, die Feuerpatschen. Die wären prima dafür. Hier. Pass doch auf, Norman. Oh nein, jetzt habe ich meinen Paddel verloren. Das kann ich ganz sicher erwischen. Oh nein, jetzt ist meins auch noch weg. Jetzt treiben wir weg. Wir haben nur noch eine Chance. Hilfe! Also dann, beeilt euch. Hey, hört ihr das? Das sind Norman und Derek. Oh nein. Sam, schnell! Wir haben keine Ruder mehr. Hallo, hier. Oh nein, wir treiben weg. Die Strömung! Los, pack das Seil! Danke, Feuerwehrmann Sam.
Dankeschön. Ihr zwei solltet wirklich mal ein bisschen vorsichtiger sein. Entschuldige, Sam. Onkel Sam, sieh doch mal da! Oh nein, wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet. Hä? Wo sind denn die Patschen? Die was? Die Feuerpatschen. Ach, also, das kann ich dir sagen. Die hatten wir als Paddel benutzt. Das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, trieben sie im Wasser. Das ist alles Normans Schuld. Es ist völlig egal, wessen Schuld das war. Wenn wir nicht sehr bald dieses Feuer löschen, dann wird es sich ausbreiten. Und zwar schnell. Es ist nichts gebrochen. Nur eine starke Prellung. Das ist ja noch mal gut gegangen. Was um alles in der Welt ist denn hier los? Tja, wir haben trainiert. Ach, ich hoffe, dass sich vorher auch alle aufgewärmt haben. Nun, ich, Mit langsamen Steigerungen? Es gibt einen Flächenbrand am Fluss. Es gibt einen Flächenbrand am Fluss. Eine Sekunde. Was denkt ihr euch eigentlich, wo ihr hin wollt? Unter keinen Umständen sind diese Leute einsatzfähig. Ja, und dieser Brand in den Wäldern? Ich fürchte, Sir, den können nur wir noch löschen. Was? Hallo? Hallo allerseits. Commander Garrus, Diplom-Astronaut. Guten Abend, Commander Garrus. Ich mache einen Ausflug mit dem Wissenschaftskurs zu den Polarlichtern in meiner intergalaktischen Weltraumrakete. Was? Oh, der Zug natürlich. Die Polarlichter, ja? Wie ich hörte, sehen die spektakulär aus. In der Tat, ja. Die Polarlichter erscheinen in der Dunkelheit am Himmel und leuchten ganz bunt. Eigentlich, Frau Chen, lautet die korrekte Bezeichnung Aurora Borealis. Dankeschön, Arnold. Wollt ihr nicht mitfahren? Oh, wollen wir, Sam? Mit Vergnügen, Gareth. Ich meine, Commander Gareth. Aber die Pflicht ruft. Oh. Aurora Borealis. Klingt wie ein oberlangweiliger Ausflug. Sind doch nur ein paar dumme Himmelslichter, die im Dunkeln leuchten. Willst du uns veräppeln, Norman? Das wird so absolut fantastisch. Puh, nein, das wird der absolut langweiligste Ausflug aller Zeiten. Ah, es sei denn... Bitte alle einsteigen in die intergalaktische Weltraumrakete. Mandy, Sarah, Hannah, James. Oh, wo ist Norman? Seid gegrüßt, Menschlinge. Hier ist nur Maxo. Der außerirdische Space Alien. Setz dich bitte, Norman. Wenn wir uns nicht beeilen, verpassen wir das Polarlicht. Ach ja, die Lichter. Das sind eigentlich dampfende Leuchtwolken von meinem Raumschiff. Nur Maxo hatte eine Bruchlandung in den Bergen und schlüpfte dann in die menschliche Form eines gut aussehenden jungen, rothaarigen Erdenwesens. Haha! Ha. Ungeheuer witzig, Norman. Hallo, Nomexo. Ich bin der Menschling James. Freut mich. Sei gegrüßt, James. Ach, nun fall doch nicht darauf rein, James. Das ist doch nur Norman mit Alu-Antennen auf dem Kopf. Nomexo findet diesen Menschling doof. Nomexo ist ein Dovi. Das bin ich nicht. Bist du doch. Kontrollzentrum, hier spricht Commander Garrus. Beginne Countdown. Start in 5, 4, 3, 2. Oh, hoppla. Hey, wo ist sie denn? Oh nein! Na, und? Was sagt ihr? Hä? Er ist fantastisch! Ein wirklich beeindruckendes Werk. Gut, hä? Wild und groß. Wild genug für... Die wilden Männer von Pontypandy! Wir sollten ihn fotografieren! Eine echt klasse Idee, Mandy. Und dazu stellen wir uns alle gleich hier vor dem Bären auf. Mal sehen, was passiert, wenn die wilden Männer von Newtown das sehen. Etwas weiter zurückgehen und nicht so steif. Yay! Ja, bleibt genauso stehen und ihr macht alle...
Bei allen Grizzlies! Vorsicht! Wir rufen lieber Feuerwehrmann Sam. Keine Chance! Das Funkgerät liegt im Zelt! Ich werde in die Rettungsstation laufen und von da rufe ich Sam. Gut, Trevor und ich werden alle in Sicherheit bringen. Kommt, Kinder. Oh, na, ich hoffe, das Feuer breitet sich nicht in den Wald aus. Großartig, James. Alles geprüft im Feuerwehrmann Sam Haustest. Juhu! Toll! So, und jetzt endlich fertig machen. Da sind wir wieder! Oh. Okay, Sam, ich hab da was entdeckt. Aber es ist nicht im Haus. Was ist es denn, James? Da an dem Berg brennt es! Da sind doch die Pfadfinder. Ich muss sofort die Wache anrufen. Ein Flächenbrand in den Pontypandy-Bergen. Ein Flächenbrand in den Pontypandy-Bergen! Die Waldwege sind viel zu schmal für Jupiter. Wir fahren mit Venus. Zugebogen. Guten Morgen, Trevor. Guten Morgen, Hauptfeuerwehrmann Steele. Zu weich? Wie bitte? Nein, nein, sieh doch nicht. Die Banane. Also, oh, ja, Tee. Ja, Teebeutel. Ist niemand hier? Dillies? Oh, nein. Sehen Sie sich das an. Ein furchtbares Fiasko. Was ist das? Hätte das Rezept geklappt, eine Passionsfrucht Pekanus Baisertorte, das ist mein Beitrag zum Fischfangfest. Ich habe es jetzt dreimal versucht und jedes Mal wurde sie noch schlimmer als die davor. Oh nein. Oh, was mache ich denn jetzt bloß? Oh. Also, der junge Quidlington treibt ja so manchen Unsinn, aber er ist ein sehr guter Koch und er wird Ihnen sicher zur Hand gehen, wenn ich ihn frage. Wirklich? Wie wunderbar. Oh, Hauptfeuerwehrmann Steele, Sie sind ein wahrer Lebensretter. Oh, Verzeihung, ich... Oh, ich wollte gerade gehen. Verstehe. Hau ab! Doofe Seemöwe! Ich finde Hüpfburgen richtig klasse. Ich auch. Und ich hüpfe höher als jeder andere. Garantiert nicht höher als ich. Na klar kann ich das, Mandy. Du wirst schon sehen. Tja, hier wird niemand herumhüpfen, bis ich dieses Ding nicht auseinandergefaltet und aufgeblasen habe. Wie wär's, wenn ihr beide mithelft? Ich wette, ich kann das schneller auseinanderfalten als du. Wetten nicht? Ja. Guten Morgen, Feuerwehrleute. Hallo, Hauptbrandmeister Boyce. Und ist Hauptfeuerwehrmann Steele auch hier? Er besorgt ein paar Teebeutel, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Ich wollte euch nur jemanden vorstellen. Penny Morris Vertretung für heute. Komm rein und sag allen guten Tag. Hallo allerseits. Ich bin Jerry Lee. Jerry Lee Critlington, ein Cousin von Elvis. Das wird ja noch den ganzen Tag dauern. Ich mach schon so schnell ich kann. Hast du keine elektrische Pumpe? Ach, eigentlich schon. Aber die habe ich Gareth geliehen, damit er seine Hüpfdampflok schneller aufblasen kann. Keine Sorge. Das dauert nicht mehr allzu lang. Ach, jetzt habe ich die Teebeutel vergessen. Hallo, Sir. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich wollte... Quidlington, nicht jetzt. Oh.
Haben Sie die Teebeutel, Sir? Quidlington? Wie? Du warst doch... Das kann nicht... Du warst doch gerade... Gute Arbeit, Leute. Überall in Pontypandy ist jetzt ausreichend gestreut. Na bestens. Dann ist ja nur noch die Auffahrt hier zu streuen. Das ist der letzte Rest, Sir. So wenig? Tja, das bedeutet nur, wir setzen den verbliebenen Sand sparsam ein. Und wie soll das funktionieren, Sir? Durch Anwendung meiner maximalen Abdeckung mit minimalem Streusandeinsatzmethode. Besser bekannt auch als Chaka Chaka Chaka. Chaka Chaka Chaka, Sir? Oh ja, so, schaut gut zu. Chaka Chaka Chaka, Chaka Chaka Chaka, Chaka Chaka Chaka. Chaka, chaka, chaka. Da macht mit. Chaka, chaka. Steht nicht einfach da. Nehmt die Schaufel und los. Also los. Das Ziel lautet, unser Team muss verhindern, dass euer Team in diese Dose trifft. Und unser Team muss einen Treffer von euch da verhindern. Tja, das wird wohl nicht klappen. Eins, zwei, los. Das ist unfair. Das ist 3-2. Nein, es ist nicht. Es ist doch 3-3, Derek. Schließlich habt ihr den Superpinguin auf eurer Seite. Ja, allerdings. Oh nein. Ich kann echt nicht glauben, dass wir wirklich verwandt sind, Norman Price. Mike, nun beeil dich doch. Bald wird es dunkel sein und die Kinder sehen nicht mehr richtig, was sie hier machen. Haha, von wegen dunkel. Tada! Ja! Chaka, 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 chaka. So, es hat geklappt, Sir. Und da liegt immer noch ein Rest. Wirklich fantastisch. Die alte Chaka-Chaka-Chaka-Methode funktioniert wie eine... Nichts passiert. Und zum Glück ist noch etwas Sand übrig, Sir. Chaka-Chaka, Sir. Chaka-Chaka, Ellie. Es reicht. Ich werde nicht mal mit dir oder diesem blöden Pinguin weiterspielen, Norman. Oh, hör ja nicht auf ihn, Pengi. Komm schon, den zeigen wir's. Norman! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Pengi! Es reicht! Ich verteidige dich vor allen. Ich erzähle hier, du wärst ein Super-Pinguin. Und durch dich bin ich ständig am Stolpern und stehe dumm da. Derek hat recht. Du bist ein doofer Pinguin. Läuft bei dir heute nicht was? Ja, es lief schon besser. Vielleicht sollten wir ein bisschen spazieren gehen. Ist gut, Dad. Bis nachher, Tom. Bis dann, Sportsfreunde. Und jetzt endlich mal ein bisschen relaxen. Einen Hubschrauber zu fliegen ist bestimmt so cool. So cool. Nicht so cool, wie ein Schiff durch einen Sturm von Windstärke 9 zu steuern. Geschafft. Also ich denke, wenn wir alle solche Dinge wie das hier halten, sehen wir mehr aus wie freiwillige Feuerwehrhelfer. Gute Idee, Trevor. Oh, den Schlauch nehme ich. Weißt du, Mike, ich denke eigentlich, dass ich als Oberhelfer der Freiwilligen Feuerwehr den Schlauch halten sollte. Also ich finde, ich halte den Schlauch. Ja, ich auch. Wer sagt denn, dass nur die Männer den Schlauch halten sollen? Nein, das ist meiner. Los, gebt ihn her. Nein, ich will ihn. Lass los. Na gut, Trevor. Dann werden wir loslassen. Gute Idee, Helen. Vielleicht wäre ich heute besser zum Strand gegangen. Oh nein. Ich sehe ja den Strand von Pontypandy nirgendwo. Nirgendwo. Nein, 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 das ist nicht gut. Okay, Tom, keine Panik, bleib cool. Denk an deine Kurse im Pilotentraining. Erinner dich. Irgendwie zurück an Land. Ja, das ist es. Klar, ich schwimme an den Strand zurück. Aber den sehe ich ja nirgendwo.
Na dann, also keine Posen, Grimassen auch nicht und keiner hält Schläuche. Ihr steht einfach vor Jupiter und seid ganz natürlich. Oh ja, Sam. Ihr seht toll aus. Und jetzt nicht bewegen. Ich drück ab in 3, 2... Gib meine Würstchen wieder her! Hey, du kannst nicht... Komm sofort her! Wo ist Tom? Ja, und sein Schlauchboot. Wieso sollte er bei diesem Nebel rausfahren? Die Tide ist über den Punkt gestiegen, wo das Boot lag. Tom ist sicher drin eingeschlafen und im Nebel aufs Meer rausgetrieben. Kommt, Kinder! Wir müssen Feuerwehrmann Sam rufen! Tom wird im Nebel auf See vermisst. Tom wird im Nebel auf See vermisst! Tut mir sehr leid, Leute. Jetzt müsst ihr das selbst machen. Penny und Ben? Tom wird auf See vermisst. Macht sofort Neptun und Jupiter bereit. Verstanden, Sam. Verstanden, Sam. Elvis, du kommst mit mir. Mach ich, Sam. Der Grill bald angefeuert, Trevor? Die Würstchen warten schon, Mike. Die Reparatur ist dir aber sehr gut gelungen. Dankeschön. Der gute alte Superkleber kriegt alles hin. Oh nein, war wohl nicht genug Kleber drauf. Ihr wart alle hervorragend. So, James, dann probieren wir mal das Fröschchenfinale. Quack, quack. Ganz großartig, James. Das war eindeutig froschtastisch, mein Lieber. Das ist so ungerecht. Wieso ist denn James jetzt schon wieder der Superfrosch-Star? Natürlich, weil James alles über Frösche gelesen hat und weiß, wie sie sich bewegen. Und er hat schon seit Ewigkeiten das Tanzen mit diesen Flossen geübt. Das ist richtig schwer. Ha, das könnte ich noch viel besser als James. Pass auf. Das darf nicht wahr sein. Norman, sei einfach ein normales Fröschchen wie wir. Aber ich will der große Star sein in dieser Show, damit die Leute mir applaudieren. Mir! Es kann losgehen, Leute. Also dann, die erste Übung heute, das Feuer mit Schläuchen löschen. Ich habe verstanden, Sir. Christington! Entschuldigung, Sir. Vielleicht hilfst du besser, Tom, die zweite Übung durchzuführen, Elvis. Er fliegt per Hubschrauber los und holt mit dem großen Sack Seewasser, das er dann über dem Feuer ablässt. Oh, das ist eine Idee, Sam. So fliege ich endlich auch mal im Hubschrauber. Ja, und du bist auch etwas weiter weg von Hauptfeuerwehrmann Steel. Und schon wieder klitschnass. Wie immer, wenn Quicklington in der Nähe ist. Das wird sicher eine klasse Show. Hä? Wusstest du das eigentlich? James ist der große Star. Er tanzt am Ende das Finale. Oh, ich wette, dass das spektakulär wird. Ich bin ein kleines bisschen nervös, Mandy. Keine Sorge, James. Du wirst super sein. Gar keine Frage. So als Superfröschchen. So als Superfröschchen. Was war das, Norman? Naja, ich wäre viel besser als Fröschchen-Star. Das ist doch kinderleicht, dieses Flossengezappel. Unsinn. Das ist es nicht, Norman Price. Aber ich könnte das viel besser. Es gibt nur einen Star in dieser Show und das ist James. Und er wird das unglaublich gut hinkriegen. Aber bestimmt nicht, wenn ich etwas nachhelfe. Fertig, jetzt sitzt er fest. Der sogenannte große Star der Show. Das erste Feuer ist gelöscht. Ja, ich kann sagen, dass es sich deutlich einfacher ohne Quicklington löscht. Wir unterbrechen kurz das laufende Programm für eine dringende Unwetterwarnung. Hey, Leute, hört mal alle her. Ein ungewöhnlich heftiger Schneesturm bewegt sich auf die Gegend von Pontypandy und die angrenzenden Gemeinden zu. Das klingt gar nicht gut. Ich rufe die Wetterstation an. Ja, und ich rufe Sam. Ich habe schon überall angerufen. Nirgendwo ist noch ein großer Tannenbaum aufzutreiben. Aber die Leute verlassen sich doch alle auf uns beide, Sam. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Ja, Penny? Sam, es ist ein schwerer Schneesturm hierher unterwegs. Verstehe. Ruf Moose an, damit er dafür sorgt, dass keiner in den Bergen ist. Ich bin gleich bei euch.
Der Weihnachtsbaum, wir haben noch keinen. Den Baum müssen wir leider erst mal vergessen, Frau Chen, weil hier ein schwerer Schneesturm aufzieht. Gehen Sie jetzt lieber nach Hause. Okidoki, Penny. Ich schnapp mein Zeug und schau da oben nach. Es ist verschneit. Ja, so richtig weihnachtlich. Und wo ist jetzt unsere magische Zauber-Weihnachtsüberraschung? Seht mal, die ist da oben. Denn wir machen heute alle eine magische Zauberschlittenfahrt. Yay! Irgendwen entdeckt, Moose? Nein, bisher niemanden, Penny. Ich suche trotzdem mal weiter. Sind wir nicht endlich mal da? Der Schlitten steht gleich hinter der nächsten Bergkuppe. Und es wird doch ganz bestimmt magisch und weihnachtlich, Opa. Oh ja, und das wird euch richtig gefallen. Es ist der absolut zauberhafteste und beeindruckendste Schlitten, den die Welt je gesehen hat. Also ich würde den nicht unbedingt zauberhaft und beeindruckend nennen. Viel eher schon total furchtbar. Oh. Aber ich wette, der ist ganz schön schnell, oder, Opa? Allerdings, dieser Schlitten wird bald so schnell, ihr denkt, ihr würdet fliegen. Na kommt schon, steigt ein. Also, das fühlt sich gar nicht so richtig weihnachtlich an, weil ich jetzt einen dicken Holzsplitter im Hintern hab. Gut festhalten, bitte. Es geht los. Es weht ein starker Wind. Ich mag keinen Wind. Ich fürchte, das wird ein Schneesturm. Los, steigt alle aus. Nicht Mutter! Komm zurück! Schnell wieder zurück ins Tal. Aber wir können ja gar nicht sehen, wo es lang geht. Und es ist so schrecklich kalt hier. Das ist die schlimmste magische Zauber-Weihnachtsüberraschung aller Zeiten. Soll das da etwa ich sein? Ich trage doch nicht andauernd dieses grüne Oberteil. Bam, badadadada, bam, badadadada, da, da, da. Meine hochverehrten Damen und Herren, Mädchen und auch Jungen und Großväter, seid willkommen zu der aufregendsten Show der Welt. Haltet euch gut fest, denn hier kommt die unglaubliche Trapez-Sensation. Tada! Trapez-Sensation? Das Ding ist eine alte Reifenschaukel, die er sich da reingehängt hat. Nein, ist es nicht! Sensation Nummer 2, die unglaubliche Teller-Jonglier-Nummer. Tada! Oh, wie dumm. Sollen die wirklich runterfallen und zerbrechen? Norman, hast du die Teller aus dem guten Service von Tante Phyllis gesehen? Leider nicht, Mom. Und was hat er gerade... Sensation Nummer 3. Die lustigsten Clownereien der Welt. Boah. Boah. Hattest du nicht gesagt, dass diese Show einmalig spektakulär wird? Das kommt noch, das verspreche ich. Und meine nächste Nummer zeigt euch das auch. Denn ich habe ein wildes, exotisches Raubtier gezähmt. Fertig. Ein Miniaturgarten an meinem Miniaturhäuschen. So, und jetzt klebe ich den Farnmast an. Vorsicht, die Frösche. Oh. Farbe. Ah, mein Transporter. Oh. 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 Ah. Vorsicht, du fährst direkt auf. Entschuldigen Sie, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Also, da brennt doch der Feuerlöscher, mein schönes Modell. So, jetzt reißt euch zusammen und bringt das tipptopp in Ordnung, und zwar Dalli. Ja, ja, Sir. Feuerwehrmann-Stil. Und nun, hier in der Manege, vor euren Augen, zähme ich jetzt einen wilden, exotischen Tiger. Nein. Seht diesen fauchenden, beißwütigen Tiger. Das reicht. Da mache ich lieber meine Mathehausaufgaben.
Aber, du siehst dann ja gar nicht Tigers unglaubliches Kunststück. Den Sprung durch das Tor zu magischen Welten. Tiger, alle hopp! Ist kinderleicht, du faule Katze. Was? Wo bin ich? Beim schlechtesten Zirkus aller Zeiten. Los, wir gehen. Die Hektik ist doch gar nicht nötig. Ohne die geht's leider nicht. Wie sollte ich dich sonst besiegen? Das ist ein Irrtum. Weißt du, im Langstreckenpaddeln geht's ums Kräfteeinteilen und das Genießen des Moments. Hey! Den fand ich ziemlich gut im Moment. Du nicht? Na, warte mal, du. Du klebst Plakate. Sehr gute Idee, Mandy. Das sollte viele Leute ranholen. Für Ben und Hannah. Danke, Sam. Hast du auch eine Idee, was Norman vorhat? Er scheint mir merkwürdig ruhig. Kommt alle zum Seenotrettungszentrum und heißt dort Ben und Hannah herzlich willkommen. Oh, und vergesst nicht, dass Norman euch geschickt hat. Tja, so leise ist er leider doch nicht. Plakate? Ist das alles? Na, sehr laut sind die ja nicht gerade. Kommt alle zum Seenotrettungszentrum. Ich klebe noch viel mehr Plakate an. Sam, meine Hände kleben. Keine Sorge, Mandy. Die werden wir schon wieder loskriegen. Da vorne, die Nordboje. Wir sind fast da. Ja, wer als Erster an der Boje ist. Oder willst du dir deine Kräfte lieber einteilen? Ben? Ist alles in Ordnung? Sieht aus, als hättest du dich verletzt. Ich? Mir geht's gut. Unsinn. Gut. Tja, dann müssen wir jetzt nur die ganze Strecke zurückpaddeln. Die ganze Strecke? Bist du auch sicher, dass das geht, Ben? Bestimmt. Es ist nur zurück zum Land. Da ist eine ziemliche Strömung. Gegen die werden wir ganz schön ankämpfen. Die ist nicht so stark wie ich, Ben. Ponty Penny, gleich sehen wir uns. Ja, genau. Das wäre ja gelacht. Danke, Sam. Von jetzt an werde ich lieber Klebeband benutzen. Tja, hoffentlich werden durch deine Plakate und Normans Geschrei viele Leute herkommen. Ich denke, meine Aushänge wirken viel besser als Normans Geschrei. Das habe ich gehört, Mandy. Und übrigens, das ist kein Geschrei. Das nennt sich doch Werbung mit Schalleffekt. Das klingt wirklich ungewöhnlich und fällt auf. Hast du was, Norman? Flieger, was los? Warte. Danke, Feuerwehrmann Sam. Nicht so ungut, Norman. Siehst du schon Hannah und Ben irgendwo, Penny? Noch nicht, Sam. Die Strömung ist auch sehr stark heute. Wie? Das ist ja Ponty Pandy Island. Da wollten wir aber nicht hin. Das ist die Strömung hier. Sie ist stärker als gedacht. Sie treibt uns ständig weg vom Festland. Dann bewegen wir uns ja in die völlig falsche Richtung. Oh, nein, dass die Lieferung ausgerechnet jetzt eintreffen muss. Dabei kommt Trevor zum Abendessen und alles soll ordentlich aussehen. Und was ist das? Oh, Duftkerzen. Genau das Richtige für eine romantische Atmosphäre. Lampionschein am Guano Beach. Oh, ein bisschen sehr speziell. Abendlicht in Ushuaia. Ziemlich fischig. Um das zu beurteilen, muss ich sie wohl erst mal anzünden. Wo sind denn jetzt die Streichhölzer? Also, ich weiß wirklich nicht, ob das so gut ist, Norman. Aber ich schon. Herzlich willkommen, Müffelpinguin. Von jetzt an bist du hier zu Hause. Thank you.
bei sich zu Hause zu haben, ist eigentlich gar nicht so witzig, wie ich gedacht habe. Ach echt? Das ist das komplette Chaos und es stinkt total nach Fisch. Ein Pinguin braucht vielleicht auch etwas Wasser. Ja, Pontypandys tolles Freibad. Wir könnten ihn ja dahin schaffen. Na los! Also ich weiß nicht, wie wir ihn da unbemerkt hinbringen sollen. Das wird einen riesen Ärger geben. Ach, was soll ich nur mit all den Kisten machen? Also dann, Elvis, ich glaube, diesmal solltest du das Messprotokoll lieber ausfüllen. Na klar, Sam. Dadurch denke ich nicht immer zu an den traurigen, kleinen, verirrten Wartelpinguin. Druck 1,43 Bar, Elvis. Mhm. So viel zu schreiben ist da nicht. 1,43. Elvis, hast du zugehört? Oh, ich zeichne nur schnell ein Vermisstenplakat von dem Pinguin. Dann ist er leichter wiederzufinden. Ich glaube, ich kann die 1,43 im Kopf behalten, Sam. Ja, bestimmt kannst du das. Alles glatt gegangen, Müffelpinguin. Dann mal raus mit dir und genieß die Würstchen. Würstchen? Ja, hier sind nur Würstchen drin. Das ist die falsche Box. Und wo ist jetzt der Müffelpinguin? So, was soll es nun werden? Regentage in Rio? Oder frische Brise im kleinen Garten Tonndorf? Oh ja, ich nehme beide. Zuerst aber noch auspacken und dann geht's an Trevors gefüllte Paprika. Oh nein. Ach, Mike, keiner steckt seinen Kopf dadurch, wenn die Farbe noch feucht ist. Das ist mein Meisterwerk. Wieso holst du nicht einfach das vom letzten Jahr? Aber seit Wochen habe ich an dem hier gearbeitet, Helen. Das ist die Lösung. Da liegt ein Gasheizer in meinem Wagen. Der kriegt die Farbe in 0, nichts trocken. Na bitte. Wird nicht lang dauern. Das ist so ungerecht. Du hast letztes Mal in der Mitte gesessen auf der Fahrt in den Zoo. Das ist wohlgerecht. Auf dem Weg zum Jahrmarkt neulich warst du dran. Na, wer will denn die Sirene heulen lassen? Und du hast in der Mitte gesessen auf der Fahrt an den Strand. Das stimmt gar nicht, Sarah. Ach, ist ja auch so laut genug. Kommt her, Leute, kommt und staunt. Messt eure Kräfte und gewinnt einen Preis. Hören Sie, Trevor? Toll, Sie könnten für mich ein Kuscheltier gewinnen. Mit Vergnügen, Dillis. Sowas. Das Gerät muss kaputt sein. Von wegen kaputt, darf ich? Das macht nichts, Trevor. Gewinnen Sie mir lieber eine Kokosnuss. Kommen Sie. So, mal sehen, ob die Farbe schon getrocknet ist. Ach, herrje. Wenn das so lange dauert, wird niemals jemand mein Meisterwerk sehen. Jetzt habe ich genug. Jetzt werde ich hier mal richtig aufdrehen. Und zwar bis zum Anschlag. Los geht's. Bald bist du richtig schön trocken, mein Meisterwerk. Oh, und gerade genug Zeit für eine kleine Pizza, während ich warte. Lächeln! Machen Sie auf, Dillis. Komisch. Was soll das bedeuten? Och, Pech, schätze ich, Trevor. Dann noch 10 weitere Würfel, bitte, Norman. Ich muss etwas gewinnen. Da schlägt die Glut doch Flammen. Trevor? Ja, ich versuche nur eine Kokosnuss zu gewinnen. Ja, da kriegt ja der Schlauch einen Knoten. Dann muss ich den Wagen wohl umstellen. Quidlington, ich brauche deine Hilfe. Denn ich muss zurücksetzen. Und du sagst mir, wie weit ich fahren kann. Geht klar, Sir. Volldampf voraus! Ohne Norman Price? Endlich mal ein ruhiger Tag. Oh, nun beeil dich, Mom. Oh. Fertig! Hey, Norman,
Ich dachte, du wolltest mit auf den Junge-Retter-Ausflug. Na und ob? Aber wir waren bei Tante Phyllis und die zwei haben sich ja super toll ausgetauscht über Rüschenblusen, Schnulzensänger und Gurkenungeziefer. Aber endlich kann ich los. Und ich kann's nicht erwarten. Ich fliege mit Wallaby 2. Norman, die anderen sind schon weg. Was? Mom! Ich werde mal losfahren. Schön, dass ich helfen konnte. Ciao! Oh, damit bin ich jetzt der einzige junge Retter, der nicht mit Wallaby 2 fliegen durfte. Oh nein, das lasse ich nicht zu, mein Goldschatz. Mom bringt dich da hinten. Aber wie denn? Steig ein und dann los zum Berg, Dingsbude. Nochmal zur Sicherheit. Anwesend sind die jungen Retter Hannah, Sarah, James und Mandy. Außerdem mein Assistent Elvis. Oh, das bin ich. Sehr gut. Bevor wir jetzt mit den Übungen loslegen können, zuerst noch ein paar Grundregeln. Hey Sam, guck dir das mal an hier. Da stehe ich oben auf dem Berg. Und hier stehe ich ganz unten, vorm Aufstieg. Moose. Und das hier ist auf halber Strecke den... Entschuldige, Penny. Also, ihr zwei scheint euch zu langweilen und braucht etwas zu tun. Junge Retter, Sam und Moose werden die beiden Verletzten in eurer ersten Übung darstellen. Und ihr holt jetzt die Tragen. Oh ja! Danke dafür, Moose. Keine Sorge, mein kleiner Wunderretter, wir sind gleich da. Wallaby 2 ist noch da. Wir haben es geschafft, Mom. Jetzt kann's losgehen. Wo sind denn bloß alle? Das Geräusch kenne ich, wie ein Hubschrauber, der gerade losfliegt. Moose, bitte komm, hier ist Tom Thomas. Ich fliege jetzt zum Bergsteiger-Erlebnispark, um die jungen Retter abzuholen. Over. Mom, der Treffpunkt war am Bergsteiger-Erlebnispark, aber du bist ins Bergrettungszentrum gefahren. Halt! Flieg nicht weg! Nur die Ruhe, mein kleines Engelchen. Du wirst heute noch mit dem Hubschrauber fliegen. Ich kenne eine Abkürzung. Maximo Mage stellt sich dem bösen Zauberer in einem gigantischen Kampf der übernatürlichen Kräfte. Deine Zaubersprüche sind alle völlig machtlos, Dunkellord Drachengesicht. Ach, wirklich? Eiscremekopf Schmerzio! Spaghetti Beinius! Cut! Was ist denn jetzt schon wieder so lustig? Ich muss lachen, Norman, weil das alles einfach nicht magisch aussieht. Was? Ach, ihr wollt Magie? Dann zeige ich euch Magie. Hier, meine Zauberstabsterne. Nimm das, Dunkellord Drachengesicht. Wie? Was? Ich rufe lieber schnell Onkel Sam. Hey Leute, seid ihr bereit für die Konga? Nein, keineswegs. Ist mir schleierhaft, ich krieg das Ding nicht aus. Und Tom kann erst heute Abend das richtige Programm installieren. Hör zu, du überteuerter Riesenmisthaufen. Schalt dich aus und zwar sofort. Es tut mir leid, Norris. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Na warte, dir zeig ich's. Nicht, Sir. Ich denke nicht, dass es... Yeah, Poolparty-Modus. Fliegt doch der Schlauch von der Rolle. Oh, toll. Es regnet. Oh nein. Bei einem Zaubererwettkampf in den Bergen ist ein Waldbrand entstanden, der sich ganz schnell ausbreitet. Heute scheint wirklich alles schief zu gehen. Fertig. Alles gelöscht. Funken und trockenes Gras? Keine gute Mischung, Norm. Entschuldige, Feuerwehrmann Sam. Ich wollte doch eigentlich nur ganz besonders magisch sein. Weißt du, was auch absolut magisch wäre? Wenn du nicht länger Unsinn verzapfst. Wenigstens diesen einen Tag. Klar, die letzte Szene ist komplett ungefährlich, versprochen. Gut, hoffentlich stimmt das. Und nun die magische Besenflugszene. Aufgepasst! Nein,
Norman. Das ist zum Rutschen ja viel zu hoch. Das gehört aber alles zu meinen mega magischen Spezialeffekten. Nur so geht der Film total viral. Macht jetzt mit. Ich will super viele Klicks. Dann breche ich alle Rekorde. Das Einzige, was du hier brichst, ist dein Bein. Halb so wild. Schließlich bin ich ein Starregisseur. Oh, ich kann nicht hinschauen. Oh, ich fliege. Ich hänge. Ruf bitte Feuerwehrmann Sam. Schaltet das bitte aus, ja? Maximo Magisch, der Meisterzauberer, hängt an einer Seilrutsche über dem Wasserfall. Kopfüber und nur an seinem Fuß. Wieso hatte ich das nicht kommen sehen?